Insgesamt haben wir rund 2000 Kilometer Straßennetz und 250 Kilometer Rad- und öffentliche Gehwege vom Split zu befreien. Diese Reinigung führen wir immer zweimal durch und es werden insgesamt ca. 1300 Tonnen an Kehricht oder an Split eingesammelt. Die Vorarbeiten beginnen eigentlich schon im Herbst, wo wir Tulpenzwiebeln legen, Narzissenzwiebeln, Fritillaria, das sind Kaiserkronen. Das wird im Herbst schon gemacht und jetzt setzen wir die Violen. Wir setzen da ca. 3600 Violen und 2100 Vergissmeinnicht hier allein am Eisernen Tor. Wenn man jetzt gerade im Frühling Pflanzen setzen will, ist es wichtig, dass man zum Beispiel nicht die Blätter mit in die Erde einsetzt, da die sonst absterben können und eventuell die Pflanze auch krank werden könnte. Und es ist auch wichtig, dass man den Wurzelballen ganz in die Erde drückt. Wir planen eigentlich schon, je nachdem, was wir von den Farben her bestellen können, wie wir setzen, was wir setzen und woher.